hallo, wer ist denn da noch? Oder ist da noch jemand? Hallo, hey, junge Frau, was machen Sie denn hier? Ich sitze hier einfach nur. Ach, du sitzt hier einfach nur, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Schön, dass du hier sitzt. Zeig mal das Tattoo. Oh ja, das kann ich auf jeden Fall mal zeigen. Können wir das hier so zeigen? Ich habe noch die Folie, ich mache es heute nach dem Stream, mache ich die Folie ab. Wir sitzen richtig. Wenn wir es so machen, warte. So, das ist das Tattoo, warte, ich mache mal die Kamera näher ran. Viele haben geschrieben, sehr, sehr schön. Manche haben auch geschrieben, warte, mach einfach soll mal den Arm. Soll ich aufstehen? Nein, okay, warte, steh auf, wie du magst. Wir haben so zwei Yin-Yang-Fische uns tätowiert am Freitag bei Antonia im Stream. Ich habe einen schwarzen mit einem weißen Punkt und sie hat einen weißen oder hellen mit einem dunklen Punkt drauf. Gib uns doch Gedanken. Ich meine, mit Fu hast du einen super Artist mit dabei, der auch sehr, sehr gut freestylen kann und sich was aus dem Ärmel schüttelt. Ja, sehr nice. Also ich hatte mit meiner Freundin heute besprochen oder gestern so ein bisschen überlegt. Wir hatten schon ewig Zeiten mal überlegt, so ein sowas wie so ein Partner-Tattoo zu machen, ein Yin und ein Yang. Mhm. Und wir hatten uns überlegt, vielleicht irgendwie in Form von einem Tier, sowas wie einen weißen Fisch, weißen Koi und einen schwarzen Koi oder sowas, so in die Richtung. Das fänden wir, also das wäre eigentlich so eine Richtung, wo man sagen könnte, okay, das wäre eine coole Idee. Finde ich nice. Was sagst du? Können wir mal. Willst du dann auch heute direkt machen? Ja, nice. Koi sind ja einfach nur Karpfen. Das sind ganz normale Fische. Das Besondere an Kois ist nachher die Musterung und die Maserung, wie die aussehen. Und einer der seltensten Kois ist dieser weiße mit dem roten Punkt direkt auf dem Kopf, weil der wie die japanische Flagge ist. Das ist auch einer der teuersten Kois. Aber in so einem Style würde ich die dann halt machen. Ja, genau sowas hat man sich überlegt, weil im Yin Yang ist ja so, ist ja schwarze mit einem weißen Punkt und weiß mit einem schwarzen Punkt. Der weiße Koi hat dann so einen schwarzen Fleck, so in die Richtung. Hatten wir ein paar so ein bisschen Mind-Maps gemacht, so Richtung. Ja, perfekt. Dann Rock'n'Roll. Haben sehr viele geschrieben, sehr schön, aber manche haben auch geschrieben, oh, bereust du das, Partner-Tattoo, ich hoffe, das bereut ihr nicht. So nach dem Motto, wir haben so gar keinen einzigen Gedanken darüber nachgedacht und dann kommt so jemand im Internet und schreibt so, ich hoffe, ihr bereut das nicht. Und dann so, oh scheiße, das könnte man ja bereuen. Das wird der nächste Partner aber nicht so gut finden. Oh, was sagt dein nächster Freund dazu? Ja, direkt. Ciao. Ja dann. Ich würde das genauso machen. Wir haben ein fertiges Design von Fu. Ja, ich finde, es sieht sehr nice aus. So sieht es gerade ungefähr aus. Natürlich kann man es halt ändern, je nachdem, wie es haben möchte. Ja, also ich finde es sehr nice. Ich habe nichts zu bemängeln. Also ich finde es sehr, sehr geil. Wir wollen auch sehen. Sollen wir es einmal in die Kamera halten? Wow, das sieht sehr cool aus. Sehr nice. Das ist echt crazy. Die Sache ist, wir haben unsere eigenen, also man kann ja gucken, ist man Yin oder ist man Yang. Yeah. Und theoretisch wäre ich Yang, das heißt, ich wäre der Weiße. Zu mir ist das Weiße zugeordnet sozusagen. Das ist okay. Wenn es da tauscht, trage ich ja deins und du trägst meins, auch süß. Okay. Du bist glaube ich sogar besser. Ja. Dann ist halt richtig. Man kann sich alles schön reden. Ne? Nein, aber so hätte ich es auch argumentiert. Und habt ihr euch so die Ehringe gespart? Nee, Ehringe gibt's trotzdem. Die Fische funktionieren ja im Zweifelsfall auch einzeln. Ja, aber in diesem Zweifelsfall wollen wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir sind jetzt über ein Jahr zusammen. Das ist noch nicht lang, auf jeden Fall. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was eine richtig lange Beziehung ist, ist ein Jahr, wir sind ganz am Anfang von unserer Beziehung. Aber ich denke, ein Jahr ist lang genug, um sich darüber im Klaren zu sein, passt man mit der Person jetzt zusammen nach einem Jahr oder nicht und möchte man mit der Person zusammen bleiben. Und wir haben uns beide die Entscheidung getroffen, ja, wir würden gerne unser Leben zusammen verbringen und dann kann man auch mal so einen Schritt wagen. Ja, also wir sind jetzt ein Jahr zusammen. Oha, und wenn's, ja, so lang, oh mein Gott, krank. Und wenn es weiter so läuft wie bis jetzt, dann bleiben wir noch sehr lange zusammen. Noch ein Jahr vielleicht, ja. Doppelt so lange. Aber dann ist auch irgendwann genug. Ey, das sieht richtig, richtig nice aus. Das ist auch super fein gestochen. Das ist ja super, super nice. Und was ist dein erster Eindruck? Gleich das nächste. Sehr gut, sehr gut. Simon, ich glaube, Rachel ist fertig. Bist du fertig? Ja. Ich habe nichts gespürt. Chat, wie findet ihr den Koi? Ja, bleibt genauso stehen. Chat sagt sehr sick, sehr nice. Du musst auch eine Sache bedenken, ne? Also jetzt nach einem Jahr
haben wir auch nicht mehr so wirklich Bock aufeinander. Bald suchen wir uns mal jemand Neues und dann ist auch wieder gut. Ja. Man hat auch irgendwann die Schnauze voll. Und wenn der einen so nicht akzeptiert mit so einem Tattoo, dann hat er auch kein richtiges Interesse. Wer denn? Es gibt keinen mehr. Ja! Die bleiben nicht für immer zusammen. Natürlich. Wollen wir danach stehen, dass wir mal kurz einmal den Check machen? Also deins wird dann halt sehr mittendrin im Arm sein. Ja, aber du kannst dann so random weitermachen auf dem Arm. Dadurch, dass sie ja ein bisschen geplanter an die Tattoos geht. Ich habe keinen Plan. Das ist wunderschön. Sieht echt gar nicht mehr schlecht aus. Ja, das passt schon, aber sehr cool. Bleib mal ganz locker, bitte. Ich stehe nie locker. Ja, du Mini, den Arm ganz locker lassen. So, jetzt muss ich mal alleine gehen. Nein, das funktioniert auch alleine. Ja, jalla. Okay. Let's go. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir sind schon groß und haben viel drüber nachgedacht. Kennt Rachel schon deinen Rachel Arschgeweih? Ne, das kennt sie auch noch nicht, habe ich ja noch nicht gezeigt. Wir warten noch bis zur Ehe, bevor ich ihr meinen Arschgeweih zeige. Der lässt mich da leider noch nicht ran. Nee. Ich versuch's immer wieder, aber ich krieg nur Ablehnung. Ja. Es wird gerade noch weiß gemacht. Sieht man schon die weißen Stellen? Du bist... Diese Kopflampe, das ist so gut. Ja, macht euch da keine Sorgen. Wir haben uns schon viele Gedanken darüber gemacht. Passt auch perfekt. Unge pures Böses, irgendwo ganz lieb und Rachel super lieb, aber irgendwo böse. Bei mir gehen gerade 13 Beziehungen beziehungsweise 11 Jahre Ehe zu Ende. Das ist auch immer sehr traurig, aber es ist auch immer wieder ein Neuanfang. Und die Sache ist die, wenn man sich nie auf den Partner einlässt, voll und ganz, dann wird es auch niemals klappen. Wir haben beide das Gefühl, wir passen gut zusammen und wir machen uns da keine Sorgen. Gut? Sehr gut. Wer? 1 plus. Sehr gut? Wir passen sehr gut zusammen. Ja. Denkst du das? Gut ist nur eine 2. Achso, wir passen aber nur gut zusammen. Oh. Ist noch Steigerung. Ja. Zeig nochmal zusammen. Ja, geil, stell dich mal hin. Richtig grob, aber. Jetzt wäre okay. Der Fail einfach 27 cm höher. Weil wow, wir die Schuhe cool. Nicht ausgezogen haben. Sehr, sehr nice. Sweet, Mann. Den Arm locker lassen. Bisschen tiefer. Ja. Wow. Cool. I love it. Das ist echt cool. Schatz. Cutie Pie. Cool. Ist süß? Ja. Sehr nice. Cool. Folgt Mami I'm Sorry auf Instagram. Folgt auch den Künstlern unbedingt auf Instagram. My Opinion, beste Tattoo-Studio. Sehr happy. Sehr nice. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich schon. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Session. Nächstes Mal kommt Plan Beine, aber mit Plan kommt dann Beine. Ich freue mich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das wäre sehr, sehr geil. Ja, vielen Dank sehr cool, für die Einladung. Auch mal kennenzulernen. Also, es war zwar sehr spontan, aber ja. Es war. Freue mich auch, dass ihr happy seid. Cool. Es ist sehr geil geworden. Alright, dann bis dann.